Medienvertreter, liebe St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, ich darf Ihnen zuallererst im Namen des ÖVP-Clubs allen, die gewählt worden sind, Ihnen, Herr Bürgermeister, den beiden Vizebürgermeistern Matthias Adl und Harald Ludwig und auch den Mitgliedern des Stadtsenats von allen vier gewählten Parteien sehr herzlich zur Wahl gratulieren. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich in den Dienst der Stadt stellt. Das gilt für Sie, das gilt aber für alle 42 Mandatarinnen und Mandatare des Gemeinderates. Und bei allen inhaltlichen Unterschieden, die uns in den kommenden Jahren, in den kommenden 5 Jahren viele Diskussionen bescheren werden, wollen wir deshalb auch eines betonen. Wir alle haben das gleiche Ziel, unsere Heimatstadt, die Landeshauptstadt St. Pölten, noch lebenswerter zu machen, als sie ist, und den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern ein Umfeld voller Chancen zu bieten. Das, was uns dabei unterscheidet, sind die Lösungszugänge. Sie werden deshalb in den nächsten 5 Jahren offene und mit Sicherheit auch harte Kritik ernten und sich einem lebendigen Austausch in Sachfragen stellen müssen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Sie werden aber keine persönlichen Untergriffe erleben. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Weg kritisch, aber persönlich fair im Umgang dem Gemeinderat und der Stadt gut tut. Und aus diesem Grund gab es auch einen Vertrauensvorschuss der ÖVP-Fraktion bei den eben durchgeführten Wahlen. Geschätzte Damen und Herren, vor allem der SPÖ, diesen konstruktiv-kritischen Weg hat Ihnen auch unser Vizebürgermeister und Parteiobmann Matthias Adl in den Gesprächen vor dem heutigen Tag und auch am heutigen Tag skizziert. Wir haben konkrete Vorschläge geliefert und es ist nicht nur um den Posten des Kontrollausschussobmannes in diesen Gesprächen gegangen. Wir haben Vorschläge geliefert, wie wir uns die Arbeit als Gemeinderäte und den Fortschritt für die Arbeit in der Stadt besser gestaltet vorstellen können. Mehr Chancen für den Gestaltungsbeirat inklusive Öffentlichkeit, Minderheitenrechte für Prüfungen im Stadtrechnungshof, aktuelle Stunden im Gemeinderat für grundsätzlichen Austausch, die Veröffentlichung von Gemeinderatsunterlagen für die Bevölkerung, die Einführung von Stadtteilbudgets und nicht zuletzt Zusammenarbeit in wichtigen Themen wie der Bekämpfung des Ärztemangels, der jeden von uns betrifft. Und auch in den Gesprächen zwischen den Wahlgewinnern, ÖVP, den Grünen und den NEOS, hat sich dieser Wille zur kritischen Zusammenarbeit ja auch durchgezogen. Die beiden jetzt aber noch anstehenden Beschlüsse, den jetzt unter Tagesordnungspunkt 5 und den unter Punkt 7 zur Zahl der Mitglieder in den Ausschüssen und zum Vorsitz im Kontrollausschuss, möchten wir aber schon eines zum Anlass nehmen und klar aufzeigen. Die SPÖ hat sich nicht zu dieser kritischen Zusammenarbeit bekannt. Sie hat die Hand zur kritischen Zusammenarbeit, die ausgestreckt war von uns allen, leider zurückgewiesen. Die SPÖ setzt in der jetzigen Situation lieber auf eine Verliererkoalition in Rot und Blau. Geschätzte St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, zur Erklärung, was die kommenden Beschlüsse vielleicht aussagen. Die Pläne der SPÖ-Führung entsprechen nicht dem Willen der Wählerinnen und Wähler, die eine starke Kontrolle durch die ÖVP und die eine Mitbestimmung durch die Grünen gewählt haben. Die SPÖ macht es trotzdem, weil es die billigste und anspruchsloseste Variante war. Und sie legen sich deshalb lieber mit die Kontrolle in die Hand der FPÖ, die ja schon vor der Wahl eine amoröse Nähe zur SPÖ gesucht hat. Und sie kicken auch ohne Not die Grünen aus den Ausschüssen, denn 9 Ausschussmitglieder bedeutet, dass genau es sich um einen Ausschussmitglied, das es zurzeit gibt, zurzeit sind es ja 10, es sich für die Grünen nicht ausgeht, in den Gemeinderatsausschüssen mitzuarbeiten. Geschätzte Damen und Herren, wir wissen, dass nicht alle in der Fraktion der SPÖ diese Partnerschaft mit der FPÖ befürworten. Und wir wissen, dass einige von Ihnen gerne die ausgestreckte Hand der ÖVP, der Grünen und der NEOS ergriffen hätten. Die Parteiführung hat sich aber anders entschieden. Werte Stadt- und Gemeinderätinnen, gerade der SPÖ-Fraktion, wir werden die kommenden Beschlüsse zur Zahl der Ausschussmitglieder und der Verteilung der Vorsitzrollen aus den angeführten Gründen nicht unterstützen. Aber, und wir betonen das sehr deutlich, die Hand der Opposition bleibt ausgestreckt. Trotz ihrer Entscheidungen haben wir uns entschlossen, sie bei der Wahl zum Bürgermeister und Vizebürgermeister und auch in den Stadtsenatsposten als ganze Fraktion zu unterstützen und haben sie gewählt. Denn eines ist uns wichtig. Aus dieser rot-blauen Verliererkoalition im Gemeinderat darf keine 5-jährige Verliererstory für die Landeshauptstadt und alle, die hier leben, werden.